Guten Morgen, herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Wie immer zu Beginn des Monats einige Zahlen zum Arbeitsmarkt und nachdem Oktober ist, auch einiges zur Lehre. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, liebe Claudia, dass du dabei bist, weil wir im September, Oktober die Lehranfänger haben und damit auch die neuesten Zahlen präsentieren können. Ich starte wie immer mit dem Arbeitsmarkt. Im Moment Ende September sind 306.159 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Hier sieht man die Zahlen. Das sind 237.000 Menschen Arbeitslosigkeit, 68.700 Menschen in Schulungsmaßnahmen durch das AMS vermittelt. Und im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich auch zum Vormonat sind das erfreuliche Zahlen. Wir haben um 32.000 Menschen weniger in Arbeitslosigkeit Ende September als vor einem Jahr. Es sind auch um einiges weniger als vor drei Jahren, 2019 im September. Es sind um 28.000 etwa weniger. Es ist die niedrigste Arbeitslosigkeit, was die Zahl betrifft, seit 10 Jahren und die niedrigste Quote mit 5,7% seit 2008, nämlich seit 14 Jahren. Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr stabil. Wir haben eine Entwicklung im Vergleich zum August, die einen Rückgang von fast 3.300 Personen in der Arbeitslosigkeit zeigt. Das heißt, dass der Arbeitsmarkt trotz der schwierigen Lage geopolitisch und auch wirtschaftlich immer noch robust ist, stabil ist und damit dazu beiträgt, dass sich auch das Wirtschaftsgeschehen in Österreich einigermaßen stabilisiert, trotz der unsicheren Aussicht. Bei den Schulungsteilnehmern gibt es eine Zunahme. Das ist üblich zwischen Ende August und Ende September, weil viele Schulungsmaßnahmenkurse im Herbst beginnen. Wir haben um über 8.000 Personen mehr in Schulungen als noch vor einem Monat. Aber wie gesagt, insgesamt Arbeitslose und Schulungsteilnehmer gemeinsam um gut 3.000 Personen weniger als vor einem Monat. Was die Kurzarbeit betrifft, ist keine große Veränderung festzustellen, einen leichten Rückgang der Voranmeldungen in der Kurzarbeit. Derzeit sind 5.943 Personen in Kurzarbeit vorangemeldet. Vor einem Monat waren es 6.500 in etwa. Die Kurzarbeit bleibt also stabil auf niedrigem Niveau. Einige Zahlen zur Wirtschaft. Die OECD-Indikatoren gibt es diese Woche nicht aufgrund einer Überarbeitung. Aber Sie haben sicher mitbekommen, die große Herausforderung natürlich für die Unternehmen und die Haushalte ist die hohe Inflation. In der Schnellschätzung der Statistik Austria ist die 10%-Schwelle überschritten worden. Die Regierung versucht, entgegenzusteuern mit Entlastungsmaßnahmen, mit einem Gesamtvolumen von über 30 Milliarden Euro für Haushalte, vor allem um eben diese Teuerung abzufedern. Das ist das zweitgrößte Paket pro Kopf in der Europäischen Union nach Luxemburg. Und natürlich auch jetzt sehr stark letzte Woche mit dem Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Da ist das Budget von 450 Millionen auf 1,3 Milliarden aufgestockt worden. Der Richtlinienentwurf für die Förderung im Rahmen des Energiekostenzuschusses liegt in Brüssel bei der Kommission zur Notifizierung. Sobald die Notifizierung erfolgt ist, kann hier das Antragsverfahren bei der AWS starten. Und damit komme ich zur Lehre und mache das relativ kurz. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir mit der Lehre ein Instrument haben, wofür uns viele Länder der Welt beneiden. Wir haben gerade ein Abkommen abgeschlossen mit den USA zur wechselseitigen Zusammenarbeit im Bereich der Lehre. Ich werde in den nächsten Wochen nach Thailand und Indonesien reisen und dort ein weiteres ähnliches Abkommen unterzeichnen. Diese Abkommen zeigen, dass wir weltweit als Vorbild gelten, was die duale Ausbildung betrifft. Und gerade in einer Zeit, wo Fachkräftemangel sich auch demografisch verstärken wird, ist es extrem wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Lehre eine sehr, sehr gute Option ist mit vielen Möglichkeiten und Chancen für die jungen Menschen. Einige Zahlen. Wir haben ja gesehen, dass während der Pandemie, während der sehr starken Phase der Pandemie 2020/21 die Zahl der Lehrlinge zurückgegangen ist und letztes Jahr schon wieder leicht gestiegen ist im Vergleich zum Jahr 2020. Aber wir sehen jetzt eine klare Stabilisierung, einen starken Zuwachs. Im Moment sind österreichweit 108.000 Lehrlinge in Ausbildung, zum Großteil in Unternehmen, 101.000 in Unternehmen. Und dieses Jahr haben 32.314 Personen
eine Lehre in einem Unternehmen begonnen und ungefähr 3.000 in der überbetrieblichen Lehre. Das ist ein Anstieg um 6,8% im Vergleich zum letzten Jahr. Es gibt viele offene Lehrstellen, mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und Claudia Plackhorn wird dann noch mehr dazu sagen, dass die Lehre attraktiv ist, dass trotz sinkender Zahlen an jungen Absolventinnen und Absolventen aus der Schule die Lehre weiterhin eine große Rolle spielt und stabil ungefähr 40% der jeweiligen Absolventinnen und Absolventen in die Lehre geht. Ich möchte am Schluss noch etwas zur dualen Akademie sagen. Das ist eine neue Entwicklung, die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Das ist eine Form der Lehrausbildung nach der Matura, die auch vom BMAW gefördert wird. Da geht es um eine Lehrausbildung in verkürzter Zeit. Da geht es um ganz spezifische Skills, die man lernen kann. Es geht auch um zum Beispiel die Möglichkeit, im Ausland Erfahrung zu sammeln. Digitale Skills spielen eine große Rolle. Und die Idee ist, nach einer vor allem AHS-Matura sehr rasch den Einstieg in ein Berufsleben zu finden. Die duale Akademie wird erstmals nun einheitlich in allen Bundesländern in Österreich angeboten. Und es gibt vier mögliche Lehrberufe. Das ist die Applikationsentwicklung des Coding als der erste, die Elektrotechnik als der zweite, Mechatronik drittes und als viertes Speditionskaufmann, Speditionskauffrau. Das sind Bereiche, die besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind und sie bieten zukunftsweisende Jobs. Und wir sehen glücklicherweise, dass es immer mehr Nachfrage auch von Absolventinnen und Absolventen der Matura gibt, sich in diesen Bereichen auch zu betätigen und diese duale Akademie abzuschließen. Ich freue mich, dass der Arbeitsmarkt trotz der schwierigen Lage, und wir sind alle natürlich durch die schwierige Lage auch in unserer Entscheidungsfindung beim Konsum und so weiter beeinflusst, trotz dieser schwierigen Lage, dass der Arbeitsmarkt stabil ist und dass wir weiterhin in eine nicht einfache wirtschaftliche Phase gehen mit einem robusten, resilienten Arbeitsmarkt und damit eine gute Voraussetzung haben für etwas schwierige wirtschaftliche Zeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Frau Staatssekretärin, bitte. Vielen Dank, lieber Herr Bundesminister, lieber Martin, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Die Arbeitsmarktsituation bei der Jugend entwickelt sich ebenfalls durchaus positiv. Die Jugendarbeitslosigkeit ist um 2,3% gesunken im Vergleich zum Vorjahr und die Anzahl der Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4% gestiegen. Wir sprechen auch von 6,8 Lehrlingen, die im ersten Lehrjahr begonnen haben. Mehr Lehrlingen, die im Vorjahr begonnen haben natürlich. Und besonders stark ist der Lehrlingszugang in den Branchen Tourismus und Freizeitwirtschaft, in Bank und Versicherung und auch in Information und Consulting. Wir sprechen hier von rund um 30% Lehrlingen, die hier mehr in der Lehre auch aktiv sind. Wir sprechen auch von einem Lehrstellenüberhang in allen Bundesländern, ausgenommen von Wien. Ganz genau sind es 4.779 offene Lehrstellen, die wir in den Bundesländern miteinander haben. Wir sprechen sogar von 6.713 offenen Stellen, wenn man auch die nicht sofort verfügbaren Lehrstellen mit einberechnet. Und deswegen muss unser aller gemeinsames Ziel sein, weiterhin genügend junge Menschen für die duale Ausbildung, für die Lehre zu begeistern. Denn jeder einzelne junge Mensch, der sich für eine Lehre entscheidet, ist eine Bereicherung. Heute als Arbeits- und Fachkraft, morgen als Führungskraft und übermorgen dann auch selbst als Arbeitgeber. Und der Herr Bundesminister hat schon ausgeführt, die Lehre ist ein internationales Erfolgsmodell, wo sich auch immer wieder andere Länder auf der gesamten Welt eine Scheibe runterschneiden und viele Dinge auch abschauen, die man hier in Österreich lernen kann. Und ganz deutlich sehen wir das auch bei internationalen Berufsmeisterschaften. Und da finden genau in diesen Wochen auch wieder die World Skills statt. Bei den World Skills ist es ja so, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig mehr Medaillen mit nach Hause, mit nach Österreich nehmen, als wie bei den Skiweltmeisterschaften. Und deswegen traue ich mich auch zu sagen, Österreich ist weniger eine Skination, sondern vielmehr eine Lehrlingsnation. Und auf das müssen wir ganz besonders auch in Österreich stolz sein. Die World Skills finden im heurigen Jahr als Special Edition statt, nämlich in 15 Ländern zeitgleich und auch Österreich ist ein Austragungsort. In Salzburg finden die World Skills in den Berufen Anlagentechnik, Betonbau, Chemielabortechnik, Elektrotechnik, Hochbau, Land- und Baumaschinentechnik und Speditionslogistik auch statt. Teilnehmer sind aus aktuellem Stand 35 Ländern mit dabei. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere jungen Fachkräfte
auch in diesen Wochen wieder ihr Können unter Beweis stellen werden und ganz einfach zeigen, was wir für eine großartige Berufsausbildung in Österreich haben und hoffentlich damit auch Vorbild sind für viele andere junge Menschen, die auch diese großartige Ausbildung in Anspruch nehmen sollen. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, dass wir laufend evaluieren und adaptieren unsere Maßnahmen, die wir in der Ausbildung und in den Begleitmaßnahmen regelmäßig auch setzen. Das tun wir. Es ist vor einiger Zeit der Digi-Check ins Leben gerufen worden, bei dem Lehrlinge im Rahmen von 500 Euro berufsübergreifende Kompetenzen zusätzlich erlernen können, hier eine Ausbildung absolvieren können. Und bisher wurde dieser Digi-Check 15.000 Mal in Anspruch genommen. Das zeigt zum einen den Bedarf, das zeigt zum anderen auch den Wissenshunger und den Wissensdurst der jungen Menschen und das zeigt ganz klar ein Erfolgsmodell. Mit Beginn des neuen Jahres 2023 werden wir das Förderprogramm entsprechend des aktuellen Bedarfs auch anpassen, nachdem sie die Rahmenbedingungen auch geändert haben aufgrund der Corona-Pandemie und die Covid-bedingten Lernzeitausfälle ja nun wegfallen. Und neu ist auch die zielgerichtete Förderung von Kompetenzen in berufsübergreifenden Thematiken. Das ist zum einen die Digitalisierung, zum anderen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourcenmanagement und auch berufsbezogene Fremdsprachen. Und die neue Förderperiode betrifft Kursmaßnahmen, die bis Ende 2024 stattfinden und in Anspruch genommen werden. Und das zeigt, dass wir sehr, sehr vieles unternehmen, um Lehrlinge in ihrer Weiterbildung vor allem auch zu unterstützen und vor allem zu zeigen, es gibt nach der Lehrabschlussprüfung auch viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und wir stärken damit die duale Ausbildung als Gesamtes. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Die Dame da hinten, ich würde Sie bitten, Name und Medium voranzustellen, bitte. Maria Kern, ORF Radio. Herr Minister, ich hätte zwei Fragen. Die eine Frage ist, Sie haben gesagt, ja, der Arbeitsmarkt ist noch stabil und noch erfreulich, die ganze Situation. Wir wissen aber, dass es in der Industrie schon Produktionseinbrüche gibt. Das heißt, erwarten Sie für den Herbst, dass es einen deutlichen Abschwung gibt, also dass wir mit mehr Arbeitslosen rechnen müssen und zwar mit mehr als den üblichen saisonalen Effekten? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, Sie haben vor ungefähr zwei Wochen gesagt, die Reform des Arbeitslosengeldes, die ja ursprünglich für vor den Sommer angekündigt war, da sei man jetzt in intensiven Verhandlungen. Wenn es jetzt nicht quasi gelingt, die abzuschließen, dann müsse man das Projekt verschieben. Wie ist da die Situation? Also wird es da in absehbarer Zeit eine Einigung geben und damit eine Reform? Ja, vielen Dank. Ja, wir sehen natürlich in vielen Bereichen und die Industrie ist einer dieser Bereiche einen konjunkturellen Abschwung. Das betrifft natürlich die energieintensiven Betriebe besonders stark. Wir versuchen hier mit der Strompreiskompensation, mit dem Energiekostenzuschuss, mit vielen anderen Maßnahmen auch gegenzusteuern. Wir haben im Moment immer noch sehr viele offene Stellen, sodass wir am Arbeitsmarkt noch keine Effekte sehen, was diesen Abschwung im Industriebereich betrifft oder den bevorstehenden Abschwung. Andererseits ist klar, dass im Herbst die Lage sicher etwas schwieriger werden wird. Wie genau ist schwer vorauszusagen. Das hängt natürlich auch von der Entwicklung der Energiepreise ab. Ich gehe davon aus, dass die saisonale Arbeitslosigkeit im Winter wie immer sein wird, allerdings es möglicherweise zusätzliche Effekte geben könnte aus der Industrie heraus. Wir haben aber weiter nicht das Instrument der Kurzarbeit, das uns unterstützt, wenn es Produktionsausfälle gibt. Ich hoffe sehr, dass diese Phase, die sehr schwierig ist für viele Betriebe, relativ kurz ist. Ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, mit den Maßnahmen, die wir setzen, diese schwierige Phase zu übertauchen. Aber es braucht natürlich, und dafür habe ich mich immer ausgesprochen, auch Lösungen, was die hohen Preise betrifft, auf europäischer Ebene.